Was ist das, Zusatz? Ich hab schon. Ach, von dir sind wir gekommen. Warte. Hier ist echt nix. Hier ist zumindest nix. Ich könnte wieder blind sein. Alles möglich. Die Feder! Ich glaube, cool lässt sie in Ruhe, aber Ori geht sehr richtig auf den Keks. Hey! Du Stück. Nein! Hat sie nicht. Bring sie um, wenn sie es getan hat. Der Soundtrack ist voll schön. Wieder umgewöhnen. Nein. Nein. Geil.
Bitte hilf uns! Das mit deiner Freundin rührt mich. Die Stimme des Waldes hat alles getan, was sie konnte, aber ihr Licht war zu schwach. Nein. Zu viele in dieser Finsterniszeit zum Opfer. Vor allem die Kleinsten unter uns. Selena. Mit dem Ende der Weide zerbarst das Licht in Splitter. Ich bin gerade voll am Heulen. Die Geister gingen zugrunde und unser Land fiel dem Verfall zum Opfer. Die Lichtfragmente wurden zerstreut, geschwächt, sind kaum noch ihre Lichter. Wenn nichts geschieht, wird er nicht für immer verblassen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Doch mit der Hilfe der Moki konnte ich die Orte ausmachen, wo sie gelandet sind. Heißt das, wir können Kuh retten? Bitte sag, wir können Kuh retten. Die Erinnerung des Waldes, gefangen in der klirrenden Kälte im Norden. Die Augen verloren in der Dunkelheit im Süden. Die Kraft versunken im Wasser im Westen. Das Herz vergraben unter den Dünen im Osten. Und die Stimme an deiner Seite. Alleine sind sie schwach, aber zusammen. Wenn es etwas gibt, das den angerichteten Schaden reparieren kann, dann ist es der Wille der Irrlichter. Ich kann mich nicht länger in meiner Höhle verstecken. Ich werde mich der Suche anschließen. Lebe wohl. Die Moki und ich werden dich mit all unserer Macht unterstützen. Nimm das, Ori. Damit kannst du weiter. Wir bleiben hier und geben auf deine Freundin Acht. Korus Feder. Och Mann! Das ist so fies. Wenn schön, dass es wieder Hoffnung gibt, aber es ist trotzdem fies. Wir retten die Kuh. Gehen wir denn zuerst hin? Wo ist denn eigentlich die Marke dort? Runter? Wie? Ich hab die Steuerung vergessen. Knapp. Mann. Geh mal kurz.
zu dem Typen. Ich hab zu viel Erz. Das ist so krank. Das war gerade mal der erste komplette Teil des Spiels. Jetzt geht's erstmal. Ich glaube, wir sind vielleicht maximal bei 50% oder so. Und so groß ungefähr war der erste Teil, wo wir aktuell sind. Herr Geist, ich habe das von deiner Freundin gehört. Es tut mir leid. Diese Tage fallen so viele Dinge an sich zusammen. Ich hoffe, sie wird sich wieder erholen, wenn das zerborstene Licht wieder eins ist. Wir Gorlek haben vor langer Zeit einen Splitter dieses Lichts in meiner alten Heimat im fernen Osten verborgen. Unsere Türme ragten weit über die Hügel hinaus, bevor der Wind und der Sand sie in sich zusammenfallen ließen. Sieh doch vor, wenn du dorthin gehst, es ist ein unwirtlicher Ort. Ich möchte eigentlich helfen. Ich habe Gorlek-Erz für dich. Ja, guck mal. Wieso können wir das nicht? Ich hab ein Lichtschwert. Leb wohl, Dorn. Die Lichtung wird von Tag zu Tag schöner. Du hast noch keine neuen Projekte für mich. Schöne Höhle. Bist du ein Geist? Ein hilfreicher Geist? Ich habe ein Problem. Meine Eichel ist durch ein Loch gefallen. Sie war ein Geschenk von einer besonderen Moki. Ich würde sie erholen, aber das Loch ist klein und sehr dunkel. Vielleicht könnte jemand mit Werkzeug es vergrößern. Dem Sand wird auch noch interessant. Jemand mit Werkzeug. Ich brauche jetzt irgendwas Schönes. Oh Mann. Wenn es dich trifft, dann richtig. Die Höhle ist sicher und kann erkundet werden. Also zumindest der Eingang ist sicher. Sei vorsichtig da unten. Okay. Komm schon. Warte. Hä? Huch! Wie soll denn das gehen? Kriegen wir, glaube ich, noch nicht hin. Dafür ist die Fähigkeit für. Wir brauchen irgendwie ein permanentes Licht bei uns. Aber okay, das kriegen wir noch hin. Spiel Tank Ori. Oh Mann. Ich muss mir noch ein bisschen was aufheben. Wie brauche ich denn für ein Zuhause? Ich muss erst wieder was farmen gehen. Ja, okay. Das können wir zusammenkratzen. Das kriegen wir hin. Wir haben eh noch viel, viel vor uns. Hab dich gesehen!
Habe ich es verdoppelt? Etwas hat sie nicht gesehen. Crew ist stark. Ich weiß es. Ich habe zugesehen. Oh, bitte. Ich hab's nicht verdoppelt. Ich bin erst bei 153. Oh Mann. Uff. Aber ich habe fast den erlittenen Schaden verdoppelt. Tode durch Ertrinken, bin schon fünfmal an Ertrinken gestorben. Oh Mann. Der stille Wald ist ein Ort voller böser Erinnerungen, ich weiß es. Aber es gibt dort auch einen interessanten Ort, einen Schrein der alten Geister. Wenn du dorthin zurückkehrst, sollst du wissen, dass du nicht alleine bist. Ich werde dich auf Schritt und Tritt begleiten. Hoffentlich. Nur ich und niemand sonst. Man muss halt wirklich hier mit allen Leuten reden. Wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Im Brunnen? Also in den Osten, in diese Dünen, können wir definitiv noch nicht. Ich weiß, dass wir jetzt in... Na? Wir können mit der Feder drüben, also im Westen, über diesen, über dieses Wasserrad, was wir vorhin aktiviert hatten, das können wir tatsächlich machen. Oh no. He's okay, ne? Kannst mich auch nicht aufmuntern. Ich bin sad. Warte mal, ich hab ne Idee. Cause I'm a genius. Ich wandere gelegentlich einmal, bin ich zu dem Luma-Seen gereist. Es ist sehr schön dort. Hinter dem Brunnenquell gibt es ein großes Rad mit einer tollen Aussicht. Wenn du von oben auf dem Rad aus nach Westen gehst, findest du den Luma-Seen. Und da müssen wir hin. Die nehmen wir überall. Jeden Tag kommen neue Moki auf die Lichtung. Deswegen bitten wir Chrom, die Lichtung zu verschönern. Wir würden es selbst tun, aber wir sind klein und spielen lieber. Typisch. Uff. Kann ich nicht aufspringen? So, gute Nacht. Oben ist eine Brücke. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Können wir mal gucken gehen. Mal. Ist ja actually noch was. Diese Lichtung! Sie macht mich fertig. Ach, das ja, da komme ich aber nicht ran. Ich will da aber ran. Frage ist halt nur, wie. Frage ist auch, wo die Brücke losgeht. Nein, wir machen hier nichts kaputt. Sieht nur so aus. Da links eigentlich noch was? Also Frauen links, ihr wisst schon, ne? Oh, wer bist denn du? Tulay, dieser Zweig, du musst ihn von hier weg. Oh, dich brauche ich. Siehst du nicht? Er ist mehr Stein als Holz. Der Baum, zu dem er gehörte, ist jenseits aller Hoffnung. Und er verbreitet sich schnell. Einmal habe ich die Hälfte meines Blumenbeets in dir gebrannt, um den Griechen den Stein abzutöten. Nimm ihn, bevor auch das neue Leben hier verdorben wird. Nein, das kann ich dir doch nicht sagen. Die wird mich umbringen.
Dockeln. Oh ja, nehme ich sofort. Unter Wasser atmen gibt es ja noch Fragen. Ich glaube nicht. Oh Mann. So. Geil. Ich kann unter Wasser atmen. Speichern. Ich weiß, ich müsste eigentlich nicht, aber ich mach's trotzdem. Da.